Snagit kann viel mehr als nur Bildschirmfotos machen und diese leicht editieren. Es gibt zum Beispiel, was die wenigsten wissen, eine sogenannte Bibliothek. In dieser Bibliothek kann ich nach allen Screenshots suchen, die ich jemals erstellt habe. Ich suche mal hier nach dem Begriff Camtasia. Meine Liste hier drunter wird dann deutlich eingeschränkt und je nachdem, wenn ich hier etwas aufklappe, sehe ich zum Beispiel, dass ich im letzten Jahr im April einen Screenshot gemacht habe. Ich öffne den mal mit einem Doppelklick und Sie sehen, das ist ein Screenshot von den Produktionseinstellungen von Camtasia. So finde ich relativ leicht Screenshots wieder, von denen ich nicht genau weiß, wie hießen sie, wann habe ich sie gemacht, aber ich weiß vielleicht mit welchem Programm oder ich weiß welche Webseite und schon kann ich in der Bibliothek danach suchen und kann direkt mit dem Screenshot wieder weiterarbeiten.